Tag 17. Halleluja, wir gehen so langsam auf die 20 zu. Wir haben heute viele gute Pikmin verloren. Es war nicht Ihre Schuld, Captain. Und wie es seine Schuld war, die armen Pikmin. Aber wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben, sonst war ihr Opfer vergebens. Es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid, Brittany. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ich würde am liebsten erstmal hier die ganzen Früchte sammeln. Aber Mission hat vor. Wir müssen unsere Vorräte wieder zurückkriegen. Und ich würde mal sagen, wir gehen heute erstmal mit Wasser- und Flugpikmin los, weil dort hinten ja wieder eine Krabbe haust und da die Scherben sind. Und vielleicht mit etwas Glück gehen die Flugpikmin einen Umweg. Und falls nicht, haben wir Wasserpikmin zum Kämpfen. So, dann haben wir hier mal 50 raus. Und hier nochmal 50. So. Es hat von euch nicht jeder eine Blüte, ne? Dann verschwende ich mal kurz eins davon, damit ihr jeder davon eine Blüte habt. So. Embo müssen wir lang. Hier sind Scherben. Holen wir erstmal die Scherben hier. Und das auch nochmal eine Frucht. Gehen wir erstmal hier lang. So, dann teilen wir es mal auf. Ich nehme die blauen Pikmin mit. Los, 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 auf mit Gebrüll. Eins, zwei, drei. Okay. Und ihr könnt das ja wegbringen. Hui. Warte, wo geht ihr lang? Sind da Gegner? Sind da Gegner? Nein, hier sind keine Gegner. Okay. So, Captain, dann kommt ihr doch mal bitte zu uns. Und holt dann bitte die Frucht. Die Früchte, genau. Die Frucht dort ab. Ich kann unter Wasser nichts werfen. No. Ich kann hier unter Wasser nicht werfen. Ich brauche erstmal die Sachen hier. Okay. Dann holen wir mal die ganzen Pikmin mit den Scherben zurück. Und dann gehen wir jetzt mit den Leuten hier zu den anderen Bereich. Oh Gott. Ich ahne fürchterliches. Die anderen drei Pikmin sind ja dort. So, wo müssen wir lang? Wo sind nochmal die anderen Scherben? Hier. Oh boy. A little bit Angst habe ich schon. Kurz, wo geht's da lang? Abbrechen, ich möchte wissen, wo es da lang geht. Achso, das war nur das hier. Okay. Nevermind.
Kurzzeitgedächtnis for the win, I guess. So, ich möchte wissen, wo bringt ihr es hin? Okay, dann. Geht das schon mal mit? Los, mach ihn fertig. Los, auf wieder gepult. Oh ja, es hört rein, es hört richtig rein. Komm schnell zu mir, meine Pigments. Los, mach ihn fertig, mach das Auge fertig. Los, auf. Los, mach ihn fertig mit dem Brühe. Das lief doch wunderbar. So, ihr könnt den hier wegbringen. So, und ihr bringt das hier weg. Ja, und das ist auch fertig. Und wir kommen da rein. Hallöchen, ist hier jemand? Hallo? Dann können wir ja praktisch die Frucht jetzt gleich holen. Wir brauchen Steinpigmen. Okay, dann gehen wir doch schon mal so langsam wieder zurück. Nachdem wir die Frucht hier geholt haben. So, Brittany. Und Captain. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Oh ne, da hinten ist der Krabbe. Okay, wir brauchen definitiv Steinpigmen. Brittany? Sieg und Sieg! So, dann Brittany. Kommen Sie bitte. So, 3, 5. Könnt ihr beide dort noch zusätzlich dort arbeiten? Schön. So, dann Brittany, gehst du auch schon mal zur Wurzel. Alf, du gehst bitte auch zur Wurzel zurück. Und mit dem Captain gehen wir manuell. Bin da. Und was jetzt? Warten wir auf Brittany und die anderen Pigmen. So, dann warten wir jetzt nur noch auf die Frucht. Also ich würde mal sagen, dass wir jetzt Taktik über Verfahren sind. Das war definitiv Taktik. So, dann einmal zurückschicken. Nein. Zurückschicken. So. Hallo. Wann kommt alle her? So, dann gehen wir erstmal hier lang und setzen mal 5 ab, die wieder ihre Beeren sammeln. Damit wir genug von unserem Ultra-Motivier-Spray haben. So. 1. Ja, komm, Brittany. Ja, nochmal 1. 3, 4 und 5. Aber von jeder Pigment-Sorte 1. So, Alf und Brittany fliegt und siegt. Dann kriegt ihr alle Pigmen.
So. Brittany? Ja? Nicht schon wieder. Oh doch, Brittany. Flieg und sieh. Alf, da ist eine riesige Krabbe. Das schaffen sie schon, Brittany. Das schaffen sie schon. Seien sie besser als der Captain. Du hast echt sagen, Alf. Okay. Ich mache aber erstmal das hier platt. Brittany. Nein. Das vergisst du mal schön. Nein. Nein, der hat zwei meiner Big Bang. Pikmin gefressen. Schämen Sie sich. Nimmt man 20 von jeder Pikmin-Art mit, dann trillern sie manchmal ein fröhliches Liedchen. Ich wollte mal mitsingen und sie wurden alle still. Vielleicht mögen sie meinen Gesang ja nicht. Ich werde unter der Dusche üben. Captain Olimar. So, Komm, könnt ihr mal alle wegbringen. Wir müssen ja nicht so lange mit der Brücke warten. So. Ja. Und ihr zwei könnt die letzten mitbringen. Das reicht noch lange nicht. Da hinten sind noch weitere Scherben. Und höchstwahrscheinlich sind da noch weitere. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt Scherben rauskommen. Na guck mal, die arbeiten zusammen. Okay. Machen wir das ja schon mal ab. Ja, ihr könnt gerne weiterarbeiten. Und da hinten kommt schon das Signal, okay. Sollte sich nur um Jahre handeln. Ihr könnt gerne mithelfen. Jetzt geht es viel schneller. Ihr helft nochmal mit. Und dann ist es schon, okay. So. Dann Captain, wo ist? Kommt die auch zu uns? So, die blauen Pikmin können das ja schon mal wegbringen. Und Alf, du kommst bitte auch hier hin. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt, dorthin zu gehen, ne? Zum nächsten Bossfight. Der Tag ist ja schon halb um. Mehr als die Hälfte. Wir können ja schon mal durchstöbern. Hier sind jede Menge Dateien. Ich
Schlammstampfer 2. Zerstöre den Kristall und greife ihn an seiner empfindlichsten Stelle an. Okay. Und Wasser. Ich glaube, hier sollte man mit Gestein und Wasserbecken arbeiten. Was ist das da? Eine Rakete? Logbuch 1. Oh, dieses unerträgliche Schiff. Es mag einmal das Beste auf dem Markt gewesen sein, aber es ist kein Vergleich zu meiner geliebten Dolphin. Doch um sie wiederzubekommen, muss ich Schätze finden und unsere Schulden abstottern. Schlammstampfer 1. Zerstörst du sein Gleichgewicht, geht er zu Boden. Okay, den machen wir ein andermal. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns die Pikmin ab, beenden den Tag schon vorzeitig und dann holen wir beim anderen Gebiet die anderen beiden Früchte. Bei dem Bossfight können wir jetzt in dieser Zeit nicht mehr schaffen. Andererseits können wir ja auch unsere Pikmin aufstocken. Davon habe ich nicht mal genug. Du kommst. Du kommst. Nein, halt nicht. Das könnte er schon noch wegbringen. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das schon, Pikmin-Mon. Du hast es geschafft. Hast es geschafft. So. Ach, hier sind die anderen beiden. Wir haben auch schon eine Blüte. Das ist wunderbar. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, nehmt ihr ruhig. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, ist auch immer kaputt. Okay, das kriegen definitiv die Blauen. Und dann stocken wir unsere Pikmin noch etwas auf. Oh, kommt mit. So. Okay, dann haben wir den Tag doch noch irgendwie umgekriegt. So. Wir haben Verluste gemacht, aber dafür auch wieder ein paar Pikmin dazu bekommen. Oh, es macht den Platz. Oh, guck mal, habt ihr euch verdient? Das ist sogar was für euch. So. Okay, dann können wir den Tag doch beenden.
Da, alle ab nach Hause. Da. Kann man das mischen? Das ergibt ganz sicher einen interessanten Geschmack. Wer weiß das schon? Wachmacherkorn, oder? Steht bestimmt aus Kaffee. Bernstein. Wer kennt's nicht? Wir essen erstmal einen Bernstein. Und ein Reptilienei, eine Avocado. Nur wegen diesen Kerzen Hockethead haben wir jetzt diesen Schereien. Aber Brittany, wir haben schon wieder einen guten Vorrat an 10 Tagen. Unsere Vorräte müssen noch eine Weilchen reichen. So, heute sind nur 2 Pikmin gestorben. Das ist doch schon mal eine bessere Bilanz als den Tag vorher. Tag 17. Blauen Pikmin macht Wasser nichts aus und sie können sogar Wasser angreifen. Um sich in dieser Weise bewegen zu können, muss ein Lebewesen in der Lage sein, unter Wasser zu atmen. Blaue Pikmin scheinen ihren Mund zu einem Lächeln geöffnet zu haben. Doch dient dies wohl der Kim-Atmung. Speichervorgang. Und damit sage ich wieder an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pikmin 3 Deluxe. Bis dahin, tüdelü.